Der Beginn des dritten Jahrtausends. Unwissenheit, Charlatanerie, Dogmatismus, Leichtgläubigkeit. Aber es gibt Hoffnung, Kritik, Skepsis, Vernunft, Wissenschaft. Wir holen die Flamme der Aufklärung aus ihrem Verlies. Es werde Licht. Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Es werde Licht. Wir sind Jorit Dario Posset und Jahid Kaya. In unserer Sendung beschäftigen wir uns mit Religionen und Weltanschauungen. Und das natürlich aus einer säkularhumanistischen Perspektive, was uns ein Anliegen wäre, dass der Staat nicht in die Religion eingreift, dass die Religion nicht in den Staat eingreift und der Staat die Religion nicht finanziert. Ja, und wir sind einmal im Monat werden wir auf Sendung sein für eine Stunde und da werden wir ein spannendes Thema mit unseren Gästen diskutieren. Und genauere Informationen zu unserer Sendung finden Sie natürlich im Internet. Heute muss ja jeder eine Webseite schon haben. Jahid, du hast dir was vorbereitet. Und deswegen haben wir auch unseren offiziellen Blog, nämlich unter eswerdelicht.tv. Dort sind alle Themen zur Sendung zu finden, die Sendezeiten, die Themen, die Diskussionen und auch die Ankündigung zur nächsten Sendung. Ja, natürlich haben wir auch eine Facebook-Seite, muss man ja heutzutage auch. Genau, und weil dieser Link zu Facebook so lang ist, ist dieser Link natürlich auch auf unserem Blog zu finden. Ja, unser heutiges Thema ist, wer braucht die katholische Kirche? Dazu haben wir Gäste zu uns ins Studio eingeladen, die sich dann nahezu uns setzen werden. Vorher wollen wir aber noch ein paar Fakten präsentieren. Jay, du hast da was recherchiert, erzähl mal. Zum Beispiel die Konfessions... Ja, die größte Konfession unter den Christen und auch die größte Religionsgruppe allgemein in Österreich sind die Katholiken. Die machen 2/3 der Gesamtbevölkerung aus. Ja, und laut einer IMAS-Umfrage vom März 2010 habe ich da herausgefunden, ist es ganz interessant, dass allerdings 65% der Gesamtbevölkerung selten oder nie die Kirche besuchen. Darüber werden wir dann später noch mit unseren Gästen diskutieren. Es war ja 2010 ja auch das Jahr der Kirchenaustritte. Genau. Beinahe 90.000 Menschen sind aus der Kirche ausgetreten und im Vergleich zum Vorjahr 2009 eine Steigerung um 64%. Ja, und es gibt ja auch diverse Privilegien, die anerkannte Religionsgemeinschaften, darunter natürlich auch die katholische Kirche in Österreich, genießen. Was gibt es denn da zum Beispiel? Zum Beispiel zahlt die katholische Kirche keine Grundsteuer. Und ja, auch für diverse Objekte zumindest. Genau, für die Grundstücke, die sie hat, die Gebäude, die sie besitzt. Und gleichzeitig ist der Kirchenbeitrag bis 200 Euro steuerlich absetzbar. Bald sind es 400 Euro pro Jahr. Ja, und natürlich, der Staat unterstützt die Kirche auch bei der Einhebung des Beitrags, zum Beispiel mit Meldeauskünften. Und dann gibt es ja auch noch im Bildungsbereich Sachen, die vom Staat bezahlt werden. Zum Beispiel die Religionslehrerinnen werden ja vom Staat bezahlt, ja. Und dann gibt es ja auch noch kirchliche Fakultäten, die aber nur dem Vatikan unterstellt sind. Ja, jetzt haben wir mal über Geld gesprochen, sprechen wir mal über Macht und Einfluss. Die katholische Kirche in Österreich ist ja in letzter Instanz dem Vatikan unterstellt. Und das ist, damit ich das richtig sage, eine absolute Wahlmonarchie, also eigentlich ein totalitäres System. Und da gibt es ja dann einige Initiativen, die sich gegen die Privilegien und den Einfluss des Vatikans im Staat Österreich aussprechen. Genau, daran stören sich zum Beispiel die Laizismusinitiative, die will eine klare Trennung zwischen Staat und Religion. Und dann derzeit läuft das Anti-Kirchenprivilegien-Volksbegehren. Sie wollen ausreichend Stimmen von der Bevölkerung erhalten, um wirklich die Privilegien der katholischen Kirche und allgemein aller anderen Religionen in Österreich einzuschränken. Ja, und dann andere Kirchenmitglieder wollen die Kirche erhalten und fördern und reformieren. Das ist zum Beispiel die Laieninitiative, die Plattform Wir sind Kirche und seit neuestem auch die Pfarrerinitiative. Und diese treten eben für innerkirchliche Reformen ein. Jetzt natürlich die Frage, es gibt drei Initiativen innerhalb der Kirche. Der Vatikan lenkt zumindest laut letzten Meldungen nicht wirklich ein. Droht jetzt eine Kirchenspaltung oder können sich die Althergebrachten und die Reformer einigen? Ich glaube, über diese Frage diskutieren wir jetzt dann mit unseren Gästen. Wolfgang Kimmel. Er ist Theologe und Priester und seit 2010 Kaplan in der Pfarre Altsimmering.
Zuvor war er unter anderem Pressesprecher von Heide Schmidt, Liberales Forum und Innenpolitikredakteur beim Profil. Als Christ hat er zur Kirche ein leidenschaftliches Naheverhältnis. Leidenschaft heißt für ihn, gelegentliches Leiden nicht aus, aber viel Lebensfreude einschließen. Hans-Peter Hurker. Er ist Vorsitzender der Plattform Wir sind Kirche und engagiert sich seit 40 Jahren für Reformen in der Kirche. Als Jurist ist er in der Personalwirtschaft bei der Österreichischen Post tätig. Er steht der katholischen Kirche kritisch, aber gleichzeitig loyal gegenüber und ist überzeugt, die Kirche kann einen wichtigen Dienst für Mensch und Gesellschaft leisten, wenn sie die Zeichen der Zeit ernst nimmt. Ronald Billig ist stellvertretender Vorsitzender des Österreichischen Freidenkerbundes und Chefredakteur der Freidenkerin. Er hat das Studium der alten Geschichte, Philosophie abgeschlossen und bildet sich gerade zum akademischen Personalmanager weiter. Für ihn ist die katholische Kirche ein Unglück für die Menschheit. Ja, und jetzt begrüßen wir, darf ich Sie alle nochmal herzlich begrüßen. Danke, dass Sie gekommen sind, unsere Gäste im Studio. Die erste Frage möchte ich gleich mal an den Kaplan Kimmel richten. Herr Kaplan, Sie waren ja, wie wir schon gehört haben, vorher Pressesprecher des Liberalen Forums. Sie waren Sprecher eines großen Industriekonzerns unter anderem. Wie hat es Sie in die Kirche verschlagen? Fragen wir mal so. Es hat mich schon viel früher in die Kirche verschlagen. Ich bin in sehr jungen Jahren, also nach der Matura, 5 Jahre ins Kloster gegangen und war Mönch. Habe gemerkt, dass das dann erstens zu früh war und zweitens meinem damaligen Lebenskonzept nicht entsprochen hat. Und ich habe gemerkt, dass mir was fehlt. Ich will es auch auf Gott selber, ihm auf die Fahnen heften. Ich habe dann gemerkt, dass es mir so fehlt, dass ich wieder entschlossen habe, den Beruf aufzugeben. Und ich glaube, als etwas reiferer Mensch, als ich es mit 20 war, vor ein paar Jahren ins Priesterseminar gegangen bin und seit einem Jahr Priester bin. Und Sie sind ja jetzt eben Kaplan, das heißt, Sie wollen dann auch mal Ihre eigene Gemeinde haben, nehme ich mal an. Wenn ich Ihnen jetzt die Frage stelle, wer braucht die katholische Kirche? Also Sie brauchen sie anscheinend, aber finden Sie, dass die österreichische Bevölkerung die Kirche als Institution benötigt? Vom Selbstverständnis der Kirche sogar sehr, weil die Kirche an sich nicht für sich selber da ist, sondern für die Welt. So sieht das die Kirche als jemand, der nämlich die Menschen in der Kirche, das ist ja keine abstrakte Institution zuerst einmal, als jemand, der bezeugt, dass es eine Erinnerung an Jesus Christus, an Gott gibt. Davon bin ich überzeugt, insofern, dass es die Welt ist, die die Kirche oder die befreiende Botschaft braucht. Also die Welt braucht die Kirche. Herr Hurker, Sie sind ja, Obmann der Plattform Wir sind Kirche. Brauchen Sie die katholische Kirche so, wie sie heute ist? Oder zumindest, oder brauchen Sie sie überhaupt? Braucht Österreich die katholische Kirche? Ich glaube, dass die Menschen und die Gesellschaft an sich eine Kirche im Sinne Jesu Christi braucht und diese ihr gut tun könnte. In vielfältiger Weise. Ich glaube nur, dass die Kirche, so wie sie jetzt oft in Erscheinung tritt, diese Dienstleistung nicht erfüllen kann. Und deswegen sind wir für Reformen in der Kirche. Also so wie sie jetzt ist, bringt die Kirche der Bevölkerung nichts mehr. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ich glaube, man sollte nicht schwarz-weiß malen, aber dass es in vielen Fällen ein Problem ist, sozusagen, das klar zu machen, worum es Jesus Christus eigentlich ging, das, denke ich, ist schon gegeben. Und da müssten verschiedene Änderungen eintreten, sodass die Menschen das auch als eine für sie nützliche und wertvolle Gabe annehmen können. Da würde ich gerne was fragen, Herr Billig. Sie haben gehört, dass Herr Hurker behauptet oder meint aus seiner Sicht, dass jeder die katholische Kirche braucht. Wie ist das aus Ihrer Sicht als stellvertretender Vorsitzender des Freidenkerbunds, der eigentlich durchaus atheistisch geprägt ist? Brauchen Sie die Kirche oder was können Sie da dagegen sagen? Nun, ich bin nicht Prophet, dafür vielleicht in der falschen Organisation. Ich kann trotzdem, glaube ich, für unsere Mitglieder sprechen. Von unseren Mitgliedern braucht sicherlich niemand die katholische Kirche.
und auch ein Großteil der Österreicher benötigt, nicht wirklich, wie auch die Austrittszahlen gezeigt haben. Und wenn jetzt jemand sagt, ein religiöser Mensch, ohne Kirche kann man nicht leben, ohne den Bezug zu Gott kann man nicht leben? Dann würde ich ihm vorschlagen, mal in säkulare Länder zu blicken, zum Beispiel Schweden, wo 80% Agnostiker und Atheist sind und keinem geht etwas ab. Ja, ich würde da schon etwas, also ich glaube nicht, dass sozusagen das unmittelbar zum Leben gehört. So glaube ich, habe ich es auch nicht ausgedrückt. Ich denke, dass es den Menschen gut täte. Jeder kann auch etwas, was ihm gut tut, nicht annehmen oder meinen, das tut ihm gar nicht gut. Das ist auch zu akzeptieren. Ich denke, dass die Kirche in einem Markt von sinnstiftenden Organisationen vorhanden ist und das kann man aufgreifen oder auch nicht. Das ist auch das Wesen einer demokratischen Struktur und auch eines Menschenrechts der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Aber an sich denke ich, dass die Kirche ein Angebot hätte, das den Menschen hilfreich zur Seite stehen könnte. Jetzt haben wir ja dieses Angebot und wir haben gehört, also in dieser IMAS-Umfrage, dass nur mal 35% der Menschen, also nicht einmal die Hälfte oder etwas mehr als die Hälfte der Katholiken noch überhaupt regelmäßig in die Kirche benutzen, also in die Kirche gehen. Jetzt ist dieses Angebot da, es wird aber offensichtlich sogar von den Katholiken, die sich selbst als solche bezeichnen, nicht angenommen. Woran liegt das? Vielleicht wollen Sie darauf antworten, Herr Kaplan. Also ich glaube, man muss da ein bisschen die Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, dass die Kirche mit fast allen Institutionen in einer Krise ist, die schon von Soziologen hinreichend, glaube ich, beschrieben wird. Als eine Institution, die aus einer Zeit heraus ihre Überzeugungen und Grundlagen vermittelt, wie es heute schwer medial oder auch sonst vermittelbar ist. Das ist aber das eine. Was ich aber eigentlich gemeint habe, ist, und das ist zugleich die Stärke, es braucht eine Institution oder es braucht Menschen, ich würde gar nicht so sehr von der Institution reden, sondern Menschen, die erinnerungsfähig sind. Ich glaube, was Religionen, ich will jetzt einmal von der katholischen oder von dem Christentum oder so weg, ich glaube, das gilt sehr stark für alle drei monotheistischen Religionen, es ist eine Erinnerungskompetenz. Wenn ich Sie frage, wie lang können Sie Ihre Familie und die Geschichte Ihrer Familie zurückverfolgen, wenn Sie jetzt nicht gerade dem Hochadel angehören, wahrscheinlich nicht so wahnsinnig lang. Ja? Sehr schnell verblassen eigentlich spätestens ab den Urgroßmüttern unsere lebendigen Erinnerungen an das, wo wir herkommen. Ja, aber das ist... Lassen Sie mich ausreden. Bei der Kirche oder bei den Religionen ist es so, dass diese Erinnerungen übertragen werden. Und zwar nicht nur, jetzt rede ich fürs Christentum, als irgendwelche Geschichten, sondern als weitere lebendige, man nennt das Anamnese, also als lebendiges Gedächtnis an Jesus Christus. Ja, dann nehme ich Sie beim Wort und erinnere mich zurück an zum Beispiel die Geschichte des Katholizismus in Afrika, Kolonialisierung, Ausbeutung und der Widerstand gegen die Aufklärung. Das sind ja eher die Bereiche, bei der die katholische Kirche sagt, an das erinnern wir uns lieber nicht und stellen uns heute da als eigentlich die Initiatoren der Aufklärung und des säkularen Europas. Woher Sie das haben, weiß ich nicht. Von vielen Vertretern aus der Kirche. Der letzte Papst, Johannes Paul II., hat sich in einem großen Maße für diese Vergehen entschuldigt. Sie sind nicht auszulöschen. Und ich meine aber durchaus, diese Erinnerung nicht im Sinne von Erinnerung an lauter Siege und lauter positive geschichtliche Merkmale, sondern durchaus auch eine Erinnerung an die Leidenden und ein Gedächtnis denen zu geben, die, ob von der Kirche oder von anderen Institutionen, die unter den geschichtlichen Bedingungen damals und heute gelitten haben. Ich möchte das nur verstehen und ich denke, unsere Zuseher interessiert das auch. Meinen Sie mit Erinnerung jetzt einfach das, was überliefert worden ist, zum Beispiel in der Bibel oder auch durch Geschichten? Sie haben gemeint, Sie meinen nicht nur durch Geschichten. Oder meinen Sie damit irgendetwas Transzendentes, irgendwas, das wir alle eigentlich wissen sollten, dass es zum Beispiel, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, nämlich jetzt, also dass das alles, alle wissen sollten, dass irgendwie
genetisch jetzt vielleicht zu wissenschaftlich, aber uns